Ja, vielen Dank an Michael Steinbrecher. Und es gibt sicherlich großen Applaus hier in Magdeburg, denn knapp 4000 Zuschauer haben geduldig gewartet in der Verlängerung, ein bisschen mitgefiebert mit St. Pauli. Die haben den kleinen Verein die Daumen gedrückt. Aber hier ist es schon länger dunkel und wir haben alle Lichter angemacht. Die Damen sind bereit. Es kann losgehen. Starke Frauen in Magdeburg. Drei Weltmeisterinnen wollen ihre Titel verteidigen. Ina Mensah im Federgewicht. Alesia Graf im Junior-Bantamgewicht. Und natürlich Deutschlands Boxqueen Regina Halmich im Fliegengewicht. Frauenpower in der Bördelandhalle. Regina Halmich gegen Rhea Ramnarayan, jetzt live. Genau, so sieht's aus. Und die sportliche Late-Night-Show im ZDF ist eine Ladies-Night. Ihnen einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Boxen live im Zweiten aus Magdeburg. Und wir machen es ganz kurz und ganz knackig, weil die Ladies warten schon. Kurzer Blick nochmal in die Kabine von Boxweltmeisterin Regina Halmich. 44 Mal hat sie schon sehr erfolgreich ihren Titel verteidigt. Und schon zum vierten Mal ist sie heute zu Gast in Magdeburg. Sie will raus. Wir wollen anfangen. Ihr Reporter wird Günther Peter Plug sein. Ihr Ringsprecher ist Nick Benjamin. Das war schnell, oder? Viel Spaß. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreundinnen und Freunde, auf dem Programm jetzt der Kampf um die WIBF-Weltmeisterschaft im Fliegengewicht, angesetzt auf 10 Runden. Ich rufe in den Ring die Herausforderin aus Trinidad Tobago, Rhea Ramnarayan. Tobago, Rhea Ramnarayan. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie die Weltmeisterin aus Karlsruhe, Regina Halmich. Life.
aus Karlsruhe die Weltmeisterin Regina Halmi. Ich möchte Ihnen die Kontrahentinnen vorstellen. In der blauen Ecke, sie ist 27 Jahre alt, ihr offizielles Kampfgewicht 50,1 Kilogramm. Sie ist 1,58 Meter groß, ihr Kampfrekord 14 Kämpfe, 10 Siege, davon ein K.O. In ihrer Ecke Jason Ramuta sowie ihr Trainer Bharat Maruta. Aus Trinidad Tobago die Herausforderin Ria Ramnarain. In der roten Ecke, sie ist 29 Jahre alt und brachte beim gestrigen Wiegen 50,6 Kilogramm auf die Waage bei einer Größe von 1,60 Meter. Ihr Kampfrekord, 52 Kämpfe, 50 Siege, davon 15 durch K.O. In ihrer Ecke Peter Thiepholz, Karl-Heinz Neu, sowie ihr Trainer Thorsten Schmitz. Aus Karlsruhe die Weltmeisterin Regina Halmich. Ringrichter des Kampfes ist Jean-Louis Leglon aus Frankreich. Die Punktrichter: Werner Casimir aus Deutschland, Bob Lochist, Belgien, und Daniel van der Wiele, ebenfalls aus Belgien. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich jetzt von Ihren Plätzen für die Nationalhymnen. Guten Abend und herzlich willkommen zum Höhepunkt dieses Frauenboxabends in Magdeburg, in dem Männer nur im Rahmenprogramm eine Rolle spielten. 6 Titelkämpfe gab es hier, 5 davon bestritten Frauen. Dies ist der größte Tag der boxenden Frauen. Das gab es noch nie. Und auch Regina Halmich.